Ich begrüße euch auf meinem Maker-Channel. Heute versuchen wir mal unseren Fingerabdruck einzuscannen und dann auszudrucken. Dafür kombinieren wir Techniken wie das 3D-Scan auf der einen Seite und den 3D-Druck auf der anderen Seite. Ich hoffe, damit wird es möglich, einen möglichst genauen Fingerabdruck von meinem eigenen Daumen herzustellen. Ich muss jetzt mal meine Mütze richten wieder. Ui, das sieht irgendwie richtig scheiße aus dem Kopf. So, das Video sollte euch eigentlich zeigen, wie weit Technologie heutzutage schon gekommen ist. Also dieser ganze Mission Impossible Tom Cruise Style der Anfang der 2000er Jahre, der ist eigentlich heute möglich mit allen Sachen, die wir so besitzen können. Ja, lasst uns beginnen. Als erste brauche ich natürlich meinen 3D-Scanner inklusive Beamer und Kamera und Kabel und Software und alles, was da so bei ist, um meinen Daumen einzuscannen und dann aus diesen Flächenscans ein 3D-Modell zu generieren. Wenn die Scanfläche oder das zu scannende Objekt kleiner als 110 mm sind, dann kann man die Kamera auf der linken Seite des Beamers positionieren und justieren. Dann brauche ich diese Glaskalibrierungsflächen, um das ganze Kamerasetup einmal zu kalibrieren. Ja, Software-Dongle, USB-Stick, ab in PC, Software starten und los geht's. Das erste, was wir dann natürlich in der Software machen müssen, ist die Kalibrierung durchführen. Hier unten seht ihr jetzt diese Projektion, die der Beamer in die Glasflächen rein projiziert, und das ist ein Indikator dafür, dass die Kalibrierung erfolgreich war. Jetzt fange ich an, meinen Daumen zu scannen, einmal von links oder in dem Fall rechts von euch, einmal frontal und einmal von der rechten Seite. In der Software gibt es dann so einen Teil, der heißt Shape Fusion, das steht so für Fusionierung. Da geht es halt darum, die Scans zu einem 3D-Modell zu überführen. Und als erstes ist alles total ungeordnet. Und jetzt machen wir Folgendes: Als erstes müssen wir das alles ordnen. Dann schneiden wir Flächen oder Voxel raus, die wir nicht im darauffolgenden 3D-Modell haben möchten. Und dann fusionieren wir diese drei Flächen zu einem Volumenmodell einfach wieder zusammen. Have you?
Identifizierung unseres Fingerabdrucks ist mit aktueller Technik auf jeden Fall möglich. Es gibt eine Einschränkung, eine große, und das ist die Auflösung der Z-Achse des 3D-Druckers. Ja, lass uns das Ganze doch mal testen hier. Geklappt. Das liegt daran, dass dieses TPU zwar schon sehr flexibel ist, ist immer noch nicht flexibel genug, um unsere wirklich sehr oder meine sehr sanfte Haut zu imitieren. Modelle zu diesem Fingerabdruck gibt es diesmal leider nicht. Ich werde einen Teufel tun, meinen Fingerabdruck ins Internet zu laden. Danke fürs Zuschauen, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das und ihr werdet auf jeden Fall das nächste Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Dafür müsst ihr, glaube ich, auch das Glöckchen anmachen, aber das ist eine andere Sache, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Vielen, vielen super speziellen Dank an meine Patreons und tschüss!